Die Faunen, die sind jetzt hier im Rücken, weil wir jetzt hier im Garten sind. Wie ist die Situation hier gerade? Ja, im Moment ist es so, dass die Vögel wirklich wieder hier bei uns im Garten sind und Lärm machen. Und ja, wie in den Tagen vorher auch. Also die Faunen stehen wirklich in den Garten, koten alles voll. Und wir müssen wirklich, wenn wir raus wollen, was ja jetzt im Sommer wieder häufiger der Fall sein wird, müssen wir erstmal unsere Terrasse reinigen. Und ja, da hat eigentlich keiner wirklich Lust drauf. Wir sehen jetzt aktuell hier 5 Faunen in den Bäumen, sind aber noch weitaus mehr. Meistens sind es sogar mehr als diese 5 Stück. Die laufen hier wirklich zu 10 rum und ja, halten sich dann hier oft 2 bis 3 Stunden in unseren Gärten auf. Ja, wie kann es denn jetzt weitergehen? Bisher fühlte sich ja niemand so richtig zuständig. Hat sich das inzwischen geändert? Es fühlt sich wirklich kaum jemand dafür zuständig. Die Stadt Nordhorn hat uns den Rat gegeben, wir sollten die einfangen, was im Moment auch wohl so sein soll. Nur ist das absolut unmöglich für uns, diese Vögel einzufangen. Man hat uns den Tipp gegeben, wir sollten uns heimlich ranschleichen, ein Bettlaken überwerfen. Nur das geht absolut nicht. Die Vögel, die sind, wenn wir uns denen nähern, auf 5 Metern sind die weg.